fliegende Steine. Wo ist der Hafen? Wo bin ich überhaupt? Westen? Warte mal, Norden, da will ich hin. Und ich gehe fest davon aus, dass die auch am nächsten Assassin's Creed-Teil arbeiten und gleichzeitig noch ein Team haben, das DLCs macht. So, kann ich jetzt wieder... Was wollen die von mir? Haut doch mal ab jetzt! Ich will gucken, wo ich hin muss. Gut, hier kann ich mich nicht unbedingt verstecken. Ja. Okay. Was willst du, alte Freund? Nordhafen. Da, wieso sieht er mich denn? Muss ich jetzt echt die ganze Stadt auslöschen, nur damit ich hier gucken kann? Ich mach das. Ich hab da jetzt kein Problem mit. Dauert nur lange. So, jetzt aber nochmal. Norden wollte ich. Mist, mein Vogel hat keinen Kompass. Das kann ja nur da sein, oder? Ist da noch ein Hafen? Also Hafen muss ja am Wasser sein. Warte mal, da. Da vielleicht. Assassin's Creed Paris sollte doch kommen. Du meinst jetzt aber nicht das DLC hier. Das heißt ja auch Belagerung von Paris. Ich wüsste jetzt doch... Also ich habe jetzt mich noch nicht so sehr damit beschäftigt, was jetzt als nächstes kommen soll. Ich wüsste doch gar nicht, welche Zeit in Paris... Also worum es da gehen soll. Zack! Wo zur Hölle laufe ich hin? Ich habe echt total den Überblick verloren gerade. Ich renne in die komplett falsche Richtung. Toll. Dahin, oder? Hä? Wo guck ich hin? Guck dahin. Ja. Da irgendwie in die Richtung wollen wir. So, Kapuze auch bitte. Und wo auch immer du die Speere gerade versteckst. Achso, hier bin ich doch vorne lang gelaufen. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh nein, warum rennen die immer auf mich zu? Haut ab! Ja klar, steht da noch einer. Hier sind echt zu viele Leute. Signal. Ich darf mich hier nicht. Was? Signal? Hi, Iron Maiden. Ja. Bart sieht so komisch aus. Ich hab noch einen Bart, ich hab den nur rasiert, ich hab einen Termin am Dienstag. Mann! Soll jetzt während des Streams aufs Handy gucken? Wie unprofessionell ist das denn? Unfassbar, jetzt hab ich mein Handy ausgemacht. Toll! Jetzt krieg ich meinen Code nicht angegeben. Neue Brille? Nee, ist eine alte Brille. Ich wollte heute nur die große Brille anmachen. Hier steht bei mir nichts. Mein Handy will nicht. Ich hab hier nichts. Ich hab dir vor Stunden irgendwann geschrieben. Was? Ja, unfassbar. Was? Achso, ihr seid irgendwie unterwegs. Oder im Dunkeln. Ja, schönen Gruß zurück an alle. Da. Na! Ach, blödes Handy. Ja, schöne Grüße zurück. Trinkt einen für mich mit. Ich bin immer noch verwirrt. Wo ist denn der? Hm. Das ist doch bestimmt der hier.
Ich muss sehen, was du siehst. Ah, sie hatte gestern Geburtstag. Dann auch alles schöne nachträglich. Also, ne? Schön feiern. Feiern, der wird Geburtstag. Ohne mich! Ich hab nicht mal was zum Anstoßen hier. Außer Kaffee. Wieso fickt ihr nicht? Wo ist der? Was siehst du da oben, Sühnen? Nord-Paris. Hafen. Steht das hier irgendwo? Nö. Okay. Dann gucke ich mal hier. Trink ist leer. So, Piepmatz, zeig doch mal her jetzt. Der muss doch da irgendwo sein. Viel Spaß am Lagerfeuer. Hier ist nichts. Das Spiel mobbt mich. Nee. Okay. Ich habe jetzt auch keine Lust, den die ganze Zeit zu suchen. Dann kann der mich mal am Tüffel tuten. Andere Quest. So. Feuerregen, Kapitel 3. Schmugglerin. Überraschung. Okay. Heißt im Norden von Paris in der Kirche? Da steht doch Hafen. Aber hier ist eine andere Quest. Und Feuerregen. Hier ist noch eine Schmugglerin. Gehen wir doch einfach mal dahin. Das war eine andere Quest, aber vielleicht hängen die da ja auch rum. Wie? Ah, was ist das? Was? Okay, ciao. Ich weiß nicht, wer da jubelt. Oder warum. Warte mal, hier ist ein Laden. Laden, 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 Laden. Hallo. Ja, wunderbar. Sehr schön. Zack. Ach, verdammt. Falsch. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So. Keine Zeit. Alles eilig hier. Gut, ich kann einen weitermachen. Das heißt, ich könnte den Helm... Upp. Dann fehlen noch zwei. Dann habe ich sie auf diese, also auf derselben Stufe wie meine jetzige Ausrüstung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das vielleicht noch schaffen in diesem DLC, aber es könnte klappen. Die Druidenrüstung aufzustufen. Überblicke das Land, Freunde. Da ist irgendwas. Wer ist denn das da? Schuldet mir Wein. Bewache mein Lagerhaus, sagte sie. Und ich schenke dir Wein. Ich passe schon seit 3 Stunden auf diesen Steinhaufen auf. Ich will meinen Wein. Verzeih, hast du gerade eine Schmugglerin namens Nolwyn erwähnt? Oh ja. Diese verdammte Diebin versprach mir Wein, wenn ich ihre Waren bewache. Oh, und wo sind ihre Waren? Ein Stück Richtung Osten. Es ist ein Seuchenkreuz drauf gemalt. Danke, mein Freund.
Vielleicht solltest du dich ausschlafen, bevor du wieder auf Wachdienst gehst. Oh ja, gute Idee. Diese Schmugglerin schuldet mir Wein. So, ich mache für YouTube mal die Kamera wieder aus. Dann stört das nicht so in den Videos. Zack, weg bin ich. So, ja, schön. Er will sein Wein. Guck mal hier. Klagelied deines Vaters, liebste Margaret. Ich hoffe, dass es in Bordeaux besser ist als hier. Nun, es gibt keinen einfachen Weg, wie es zu schreiben. Der kleine Pepin wird vermisst. Wir waren am Verhungern und er wurde kränklich und schwach. Da haben wir ihn gegessen. Es gibt so wenig zu essen in diesen Tagen. Das einzige Essen, Moment, das war nicht nur ein Witz, das einzige Essen, das ich bekommen konnte, war Gossenpampe. Du weißt, was das ist, aber ich sagte dem armen Pepin, dass es Pferdefleisch ist. Es ist schwer zuzubereiten, da es im Topf wimmelt und quiekt, wenn sie gekocht werden. Oh, sie essen Ratten. Ah, okay. Pepin wurde davon krank, ich weiß nicht, woher er die Kraft zum Weglaufen hatte. Ich hoffe, die Heiden kommen bald und setzen unserem Elend ein Ende. Ja, ja, ist weggelaufen. Der ist doch im Topf gelandet. Was? Sind das nicht die sieben Köpfe der sieben Söhne von Ragnar Lothbrok samt ihrer Horde von Heiden? Es steht geschrieben, dass der Schweif des Drachen den dritten Teil der Sterne vom Himmel reißt und sie auf die Erde schleudert. Haben die Heidenheere nicht den dritten Teil des Frankenreichs verwüstet? Ich weiß nicht, was er da redet. Da muss ich hin. Guck mal da. Oh, die Musik. Nahrung, Kräuter, Heilwickel. Ich frage mich, für wen das gedacht ist. Das ist ja ein gemütliches Haus hier. Pfeilspitzen, Wetzsteine, Schmuggelgüter, die für die Stadtinsel gedacht sind. Die Schmugglerin muss die Insel gut kennen. Mist, warte. Hä? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, Entschuldigung. Mecker nicht. Irgendwie muss ich doch hier reinkommen, oder was? Ah, hier ist ein Fenster. Alles klar. Oh, falsche Seite. Ach so, ja, schön. Ich hätte auch einfach von hier, ne? Ist ja toll. Ist dann... Hier weint irgendwer. Die Königin scheint die Schmugglerin zu kennen. Vielleicht kann Richardis mir helfen, Nolwenn zu finden. Brief an Nolwenn. Nolwenn, meine gute Bretonin, wenn du von deinem letzten Streifzug zurückkehrst, triff mich bitte in der Kirche des heiligen Julianus. Ich brauche dringend mehr Medizin und Vorräte. Aufrichtig Königin R. Du machst schön hier. Hi. Na? Ja. Guckt einfach hier mit rein. Du alter Flohbeutel. So, raus hier. Söhnin, leite mich. Warum stehen die alle im Weg, Mann? Geh weg. Vertrauter. Gute Leute, brecht bitte den Kirchfrieden nicht. Wie kann man diesen teuflischen Heiden trauen? Wie viele hast du schon getötet? Freunde, vergesst nicht. Als der gute Samariter den Geschundenen sah, hatte er Mitleid und verband seine Wunden.
Du bist fleißig, Königin. Jemand muss sich um die Opfer des Krieges kümmern. Das war die Seuche, nicht der Krieg. Der Krieg bringt die Seuche, Ava. Ich bin noch nicht bereit, zu Charles zurückzukehren. Heiß. Wenn es das ist, was dich herführt. Nein, ich suche eine Bretonin, die sich hier aufhält. Ihr Name ist Nolwyn. Ich kenne sie. Eine freischaffende Diebin. Eine verrufene Frau. Jedoch nicht ohne Talent. Für die, die zahlen können. Man sagt, sie könne Waren und Botschaften über Mauern hinweg und an Wachen vorbeischmuggeln. Ja. Und warum brauchst du die Hilfe dieser Frau? Ich kann dir nicht alles verraten. Eine letzte Möglichkeit, Frieden zu schließen. Ich habe alle Seiten um eine Waffenruhe gebeten. Ohne Erfolg. Aber ich gebe nicht auf. Aber Siegfried, der Frankenschlichter, führt das Heer, nicht du. Er bringt seine Rache über uns. Stadt für Stadt. Weil die Franken seinen Bruder getötet haben. Wie viele Nordmänner müssen sterben, damit Siegfried einen Mann rächen kann? Soll seine Nichte auch sterben? Oder du? Ich kann keine Heere aufhalten. Nur für Waffenruhe und Vernunft werben. Ich tue, was ich kann. Du hast mein Leben gerettet. Ich muss diesen Schritt wagen und dir trauen, mein guter Samariter. Danke, Königin. Ich stehe in deiner Schuld. Wirklich. Und wo befindet sich die Bretonin? Das weiß ich leider nicht. Sie kommt ab und zu hier vorbei. Ich weiß es. Ich weiß, wo Norwins Versteck ist. Bitte, Eivor, lass mich dich hinführen. Kindermund tut Wahrheit kund. Nun gut, aber komm schnell zurück, kleiner Bär. Das ist aber nicht ihr Sohn, oder? Nicht so schnell, kleiner Prinz. Oh, doch. Ist es nicht sicher. Man kann sich nirgendwo im Frankenreich sicher fühlen. Das hat Mutter Richardis. Woher weißt du, wo sich die Schmugglerin versteckt? Gestern ging ich auf ein Abenteuer und folgte ihr. Aber sie hat mich gesehen und winkte. Ich kam mir albern vor. Jetzt rennt er einfach los. Ah, hier war ich bereits. Danke, Bernhard. Und nun begib dich zurück zur Königin. Auf bald, Eivor. Viel Spaß. Auf das nächste gemeinsame Abenteuer. Ja. Sollte ich die nicht eigentlich auch zu den dicken Charles bringen? Hätte ich doch gleich mitnehmen können. Ach, die Ratten schon wieder. Haut ab! Ich will euch nicht tun, aber lasst mich in Ruhe. Nee, lassen wir mal lieber drauf. Da hinten. Warte mal. 2. Zack. So, Rattis, den auch noch. Die sind echt effektiv, ne? Hey, wieso lebt er noch? So. Ich bin dein neuer Freund. Hi. Hallo, tapferer Freund. Leider habe ich kein Silber. Ich bin nicht auf dein Silber aus. Und ich suche auch keinen Streit. Gepriesen seien die Heiligen. Und danke für deine Klinge zur rechten Zeit. Leider muss ich nun los. Nein, warte. Ich bin ein Freund von Richardis, deiner Königin. Und ich bin mit dem Papst verheiratet. Lang möge er leben. Man sagt, du könntest durch Stadtmauern hindurchgehen. Ich brauche Hilfe. Ich bin kein Geist. Nur eine bretonische Badin, die sich verirrt hat. Du bist eine Schmugglerin. Das weiß ganz Paris, selbst der kleine Prinz. Ich brauche deine Hilfe. Und wenn ich tatsächlich ein, zwei Dinge wüsste, was wäre es dir wert? Sag es mir sonst. Ja, hier, ne? Meine Freundin Toka will ihre Halskette zurück. So viel weiß ich. Hier ist die Kette. Sag ihr, sie kann mich in Naunet finden, wenn alles vorbei ist.
Ich werde es Toka ausrichten. Ach, stimmt. Gut. Das ist ja ihre Ex, ne? Was brauchst du, guter Mann aus dem Norden? Ich suche eine Schwachstelle in diesen Mauern. Gibt es einen geheimen Gang? Eine Tür? Etwas in der Art? Nein, so einfach ist das nicht. Die Franken haben die Stadt gut abgeriegelt. Aber dieser Schlüssel hier öffnet die Tür an der Brücke. Die Brücke? Die Brücke kann ich auch von außen erreichen. Gut wäre es, sie einstürzen zu lassen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass das Fundament der Brücke in keinem guten Zustand ist. Verstehe. Wenn wir die Brücke einreißen, können die Langschiffe die Stadt umzingeln. Du hast das nicht von mir. Leb wohl. Wo ist die Brücke? Sie kann nicht weit sein. Meint er jetzt die hier? Okay. Jetzt sollen wir auch noch hier Sprengmeister spielen. Na toll. Die Ex von Toka, das hatte ich ganz vergessen, dass das die ist. Einfach wieder alle Quests angenommen und alles vergessen. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her. So. So. Und. Oh. Hatte recht. Ein paar Ölkrüge werden diese Brücke einstürzen lassen. Ich werde die Krüge bereitstellen, damit wir die Brücke später während des Angriffs zerstören können. Ja, wollte ich gerade sagen. Geh doch mal hoch da jetzt. Okay. So. Fehlt mir nicht ein Dritter? Was macht er denn da hinten? Ich dachte, er wäre ein... Nee, ich dachte, er wäre ein Feind. Na, aber da oben sind einige Feinde. Verdammt, komme ich da jetzt hoch? Das ist jetzt schwierig. Komme ich hier zurück? Hallo? Okay, ins Wasser will er nicht. Ja, toll. Hätte das mal vorher gewusst. Hä? Wo kommt denn das andere Ding jetzt her? So, ich muss irgendwie darüber, ne? So, das gibt mehr Sinn. Das ergibt mehr Sinn. So, was machst du denn hier? Hey, du gehörst hier nicht hin. Andererseits, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann tun wir doch so, als wären wir beide woanders. Ja, warum nicht? Wir sind ohnehin verloren. Okay. Vielleicht springe ich hinüber, wenn ich die Holzstücke bewege. Ach da. Weil hier liegt schon überall so explosives Zeug. Da muss ich doch gar nichts vorbereiten. So. Komm mal her. Muss da hoch, ne? Achso, ich hätte das Ding hier auch hinstellen sollen. Ne, wie doof. Muss ich hier hoch? Nee. Warte mal. Das ist jetzt schwierig. Mist, ich glaube, ich muss mir einen neuen holen. Ich kriege den nämlich so nicht darüber. Komm hier, hopp. Okay. Gut, dann holen wir uns mal ein neues Paket.
hätte jetzt auch hochspringen können. Na, egal. Okay. Da, da. Zack. So. So, die Falle für die Belagerung der Insel ist gestellt. Ich sollte zu den anderen zurück. Ah. Das war die Quest. Dann auf zur nächsten. Ach ja, das war ja das, was gescheitert ist, ne? Glaube ich. Hier weiß ich immer noch nicht. Ava findet eine Kiste, die einst... Jetzt juckt mein Fuß. Ah! Die einst von einer Schmugglerin nach Paris gebracht werden sollte. Kommt die Lieferung an, könnte eine Belohnung winken. Finde den Kontaktmann der Schmugglerin und sprich mit ihm. Ja, wie? Wie ist die Frage? Der Kontaktmann hält sich im Hafen von Nord-Paris auf. Ich würde mal davon ausgehen, dass das hier irgendwie so Nord-Paris ist. Hier ist ein Hafen. Hier ist das Seuchenviertel. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal am Wasser lang. So groß ist das ja zum Glück hier nicht. Und der junge Mann wird noch ein Problem für uns. Da gehe ich ziemlich fest von aus. Okay, warte mal. Norden. Nein, nicht da hoch, bitte. Norden ist jetzt hier die Richtung. Frage ist ja, können wir das mit unserem Piepmatz sehen, wenn wir weit genug entfernt sind? Weil vorhin ging das irgendwie nicht. Ich gehe mal fast davon aus, ich muss da persönlich in die Nähe. Wo renne ich überhaupt schon wieder lang? Weil hier ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwas, was aussieht wie ein Hafen. Da ist nur das da hinten. Ich glaube, ich fange da auch mal an. Kann ich da einfach hin? Also so... Ja, es geht. Okay. Dann brauche ich zumindest da nicht hinlaufen. Mal nachsöhnen. Okay, gucken wir einfach mal. Hä? Ach nee, warte mal, das ist bestimmt die andere Quest, ne? Sonst wäre die ja... Oder? Hallo Hund. Du, ich habe jetzt keine Zeit. Sonst immer, aber jetzt gerade nicht. Kinder. Sollte ja irgendwie zu Kinder gehen. Wieso gehe ich so langsam? Warum... Ich mach nicht, das macht er. Warum macht er das? Kollege, willst du vielleicht mal laufen? Schau mal, so. Warum geht er so langsam? Passiert das, wenn man Steuerung drückt?
Er hört damit nicht auf. Wie, Hilfe? Jetzt geht's. Ganz komisch. Aber hier ist auch nichts, ne? Was siehst du? Und die eine Kirche, ist da. Eben habe ich sie noch gesehen. Da. Kann ja mal gucken, aber irgendwie ist die ganz schön weit weg. Gehört das da noch zu Paris? Nee, das wäre Kompendium. Und das andere, also was ich gerade markiert habe, das ist nicht unbedingt Nordhafen von Paris. Ich renne da trotzdem mal ganz kurz hin. Ist ja jetzt nicht so weit weg. Und danach renne ich einfach mal den Fluss ab. Was ist das? Da gehe ich schon wieder so langsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist mit der Brücke da nicht ganz koscher. Aussagen zu einer Herausforderung. Ich rufe alle Heiden. Ich, Herbert von Lillbonn, fordere jeden einzelnen von euch zu einem Zweikampf auf Leben und Tod. Bereitet euch auf ein grausames Ende vor, wenn ihr hilflos und unterwürfig in den Schmutz fallt, während ich in der Bewunderung meiner Anhänger bade. Ist das der Zettel von dem coolen Typen, der so lange gegen uns durchgehalten hat? Ja. Arena entkostete. Ja, das ist er. Ja, komm. Der hatte ja jetzt nicht so viel auf dem Kasten. Okay, wir gucken mal da. Ich kann auch wieder laufen, sehr schön. Hier sind Gegner. Achso, warte mal, hier war die andere Quest. Wo der Zettel oben war, alles klar. Hier haben wir angefangen. Ja, ja, ist ja gut. Da ist auch nichts, ne? Nee. Okay, dann gehen wir einfach mal rüber. Ich bin aus dem Kampf. Ich könnte theoretisch... Nee, kann ich nicht. Ich wollte sagen, ich könnte theoretisch eine Abkürzung nehmen. Warum nicht? Jetzt kann ich meine Maus... Jetzt kann ich meine Kamera nicht mehr nach rechts bewegen. Spiel, was ist denn jetzt los? Hallo? Ich kann die Maus nicht drehen. Schön. Hier geht's. Also liegt sie nicht an meiner Maus. Das ist ja ganz toll. Beim letzten Mal lief alles so schön bugfrei. Hey, ich kann die Kamera drehen. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, einfach mal runter. Da ist der andere Typ. Ich darf mich nicht. Ich sollte Siegfried beim Glockenturm treffen. Ja, ja. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Später. Ich renne jetzt hier erstmal einfach so durch. Ist mir auch egal, ob die mich sehen. Ja, ja. Ja, ja, komm. Okay. Hallo, ich komme hoch. Runter? Ey, oh, geh runter! Wieso? Was ist denn das heute?
Gehst du bitte... Jetzt springt er nicht mehr von Sachen runter. Was ist denn das? Ich komme hier nicht runter. Toll. Hier komme ich auch nicht runter. Alter, jetzt raste ich aber langsam aus. Kann ich hier? Jo, hier kann ich runter. Irgendwas an der Ecke, da war komisch. Hölzernen Krieger sind bereit. Dank dir. Ich helfe immer gern, Freunde. Okay. Solltest mal neu starten. Ja, wenn das jetzt noch öfter passiert, mache ich das auch mal. Jetzt haben wir es ja wieder hinbekommen. Dauert halt immer irgendwie 2 Minuten, bis man neu gestartet hat. Das versuche ich zu vermeiden. Hier offenbar nicht, obwohl das meines Verständnisses nach ziemlich nördlich Paris ist. Hier würde es noch gehen, aber da ist ja nichts. Also gehen wir den Fluss mal in die andere Richtung ab. Idealerweise mit einem Boot. Kann ich hier ein Boot klauen? Das sieht aus, als wenn da hinten irgendwas ist. So, komm. Können wir dich mitnehmen? Ich gehe nicht davon aus. Gut, dann holen wir mein Boot. Oder? Sehr weit kommen wir da eh nicht, ne? Ach komm, wir gehen zu Fuß. Sie für mich sühnen. Jetzt kann ich meine Maus schon wieder nicht bewegen. Ah, Spiel. Alter. Okay. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu.